Ja, willkommen bei Captain Chaos Flug zur nächsten Folge. Heute fliegen wir wieder mit der Saab 340A aus Bergamo. Oh, Entschuldigung. Ja, mal gleich ab ins Cockpit. Ich werde wieder das automatische Anlassen benutzen, dass ich es dann irgendwann endlich mal richtig mache. So. Ich beginne. Kann man wieder schön gucken, was er hier alles so rumhebelt. Jetzt sieht man gerade, den hat er nach links gezogen wieder. Sehr schön. Das Triebwerk kommt. Hier gleich schon mal beigehen, die wichtigen Sachen machen. Weg damit. Okay. Er ist ja lustig am Starten. Ich kann da ja schon mal jetzt hier überlegen, auf welche Höhe ich gehen will. Sagen wir mal 5000. Ist ja ein recht kurzer Flug diesmal. Oh, 6000, 5000, 6000 Fuß. Ah, 5000. So, Generator ist jetzt für das erste Triebwerk wohl eingeschaltet und sehr schön, das Triebwerk läuft. Rechtes Triebwerk wurde gestartet. Dann kann ich ja währenddessen schon mal zeigen, was ich als Plan vorgesehen habe. Wir haben hier wieder Skyvector.com was zusammengeprimelt. Also wir fliegen nach Verona. Das ist dann leider irgendwie da. Aber dafür gibt es dann gleich noch eine genauere Chart. Hier sieht man die ganzen VORs, die ich dazwischen habe. Und hier ist so ein ADF. Und hier ist dann nochmal ein VOR, aber das ist auch auf der zweiten Karte. Also wir heben ja einfach ab, fliegen zu diesem VOR, zu diesem bis hier. Bis wir den Kurs 4,5, also 4,41 glaube ich, muss es sein. Nee, 0,41. Das sieht man hier auf der zweiten Karte. Das ist dann die Approach, die ILS-Landung für den Flughafen. Da sieht man Kurs 0,44, genau. Hier oben sieht man eben den Localizer, die Frequenz. Und hier sieht man das Vortec und davon die Frequenz. Das heißt, ab dieses gehen wir eben mit dem Kurs 044 und werden dann da landen. Den Localizer haben wir hier auch. Das kann ich jetzt sehr schön schon vorher einprogrammieren. Den kann ich schon mal offen lassen. So, das zweite Triebwerk scheint auch schon fast da zu sein. Ja, kann ich nicht weit genug rübersehen. Habe ich meine Begrenzung im Head-Tracking drin. Das Quark ist auch schon an. Ah, ja. Das Zoom oder Disk vorne werden gestartet und alignen sich gerade. Geräte sind auch schon an, Navigationsgeräte. Und hier der NDB, also ADF für die NDBs. Genau. Ah, hier hat man gerade gesehen, jetzt sind sie mal da online und das Flugzeug läuft. Gut, dann können wir beigehen und erstmal die Navigationsgeräte einprogrammieren. Ich werde anfangen mit NAV 2 auf 111.8. Damit ich nachher auf NAV 1 den Localizer habe. Ach, gehen wir mal in die andere Richtung. Geht schneller. Sehr gut. Dann 117,7. Ach, haben wir ja
sogar schon drin. Wie praktisch. Und dann haben wir noch hier 382 als ADF einmal dabei. Ja, 382, das geht dann ja höher. Genau. Achso. Erstmal beigehen hier und uns jetzt um dieses Zeug kümmern. Einrasten auf Anfährbar. Gehen wir bei erste Stufe Flaps. Die machen wir scharf. Den machen wir schon mal auf On. Hier Mask Walk. Hier machen wir den zweiten auch mit an. Scheint zu stimmen. Am Anfang gehen wir auf Kurs 2, 3, 0. Mit dem 2. 2. Das erste geht danach auf 101. Brauchen wir dann einen Kurs von 04. Einmal kurz für den zweiten Chart. 044. Ist das hier aber egal. Genau, aber die kann ich hier noch einprogrammieren, das habe ich noch nicht getan. Auf 2 hauen wir das Vortex und zwar mit 115,8. Der Localizer steht da. Wir navigieren erstmal nach 2.
Funkgeräte brauche ich nicht, ich liebe es nicht. Hier sieht auch alles gut aus. Wir gehen hier auf Edding Mode und dann wieder aktivieren auf Climb Mode. Gut, damit denke ich, haben wir ziemlich alles. Die kann man ja irgendwie nicht drücken. Gut, gut. Die Clamps sind draußen schon, damit ich es gleich nicht vergesse. Damit ich es gleich auch nicht vergesse, melde ich mich schon mal bei Alice Economy an. Ein paar Leute eingeladen. Gut. Dann taxieren wir los. Raus. Jetzt müssen wir erstmal links da hinten im Taxi. Ich glaube, ich kann das verbrechen.
zu beginnen.
Ebene anschneide. Ich kann mal das zweite ausblende. Sehen wir, da haben wir immer noch keinen. Ja, der ist, jetzt kommt der erste in Reichweite. Okay, wir gehen auf Nav 1. Und sagen, genau, sehr schön, dann kann Nav 2 erstmal ausgeblendet werden. 1.01 sollte der Kurs sein, sehr gut. Er fängt es ab, sehr gut. Das heißt, wir befinden uns jetzt auf diesem Teilstück. Danach müssen wir auf Kurs 1.38. Das heißt, ich drehe schon mal meinen Heading-Back wieder ein. Was wir hier sehen, ist eben auch kein Außenfilm, sondern das ist ein Google. So sieht dein Italien wirklich aus. Oder habe ich für diesen Bereich keinen? Ich zweifle gerade. Ich würde sagen, das sind keine echten. Aber ich muss mal wieder einen Screenshot machen. Gut, Kopf ist wieder. Ja, und dann haben wir fast 6000 Kilo dabei, 600 Kilo.
Wetterverhältnisse sind gerade mal extrem bescheiden. Vor irgendwann den Autopiloten, also dann im Endflug den Autopiloten jetzt zu deaktivieren und wieder selber dafür zu sorgen, dass es schlecht wird. Was an diesem Flugzeug extrem schade ist, ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, hier mit Landungen zu üben. Also sprich zu sagen, hier setze mich auf 3 oder 10 Autos schon mal einen Endanflug vor einem Flughafen und dann testet man das. Das geht einfach nicht. Wieso blendet der eigentlich die Maus nicht aus? Nein. Das geht einfach nicht. Wisst ihr, weil diese ganze Motorsteuerung und Avionik und alles hier durch ein Plugin gesteuert wird. Da haben die Entwickler eben auch im Forum geschrieben, dass es einfach nicht geht. Was ich extrem schade finde. Das heißt, hier um den Landung zu üben, muss man richtigen Flug machen. Das finde ich auch so schön. Mal einfach sagen, wie jetzt möchte ich einfach erstmal lernen, wie ich mit dem Flugzeug richtig lande. Muss man richtige Flüge machen. Die sind echt leider auch eher, wie es in echt ja ist, aber.
jetzt? Wieso reißt er denn jetzt so hoch? Ich soll jetzt erstmal Altitude.
Ochsenhautfische meinen, ich sehe überhaupt nichts. Sehr schön. Wir werden weiter langsamer. Nächste Stufe Flaps. Und die bringen wir voll raus. Es sind noch 5 nautische Meilen. Die Flaps sind jetzt voll raus. Wir haben den Glide-Slope. Hier sieht man jetzt das Bodenradar, die Höhe vom Boden. 1700 Fuß. Den Glide-Slope voll drin. Wir gehen mal weiter mit der Geschwindigkeit runter. Auf 100 Knoten. 4 nautische Meilen. Ich sehe immer noch absolut überhaupt nichts. Steht hier irgendwie Minimum, was die Precision Height ist? Bestimmt, aber das will ich jetzt nicht suchen. Ich will sehen, dass ich die Runway finde. Ich werde die Landung eh nicht abbrechen. Vorher sagte ich noch, wie schön das hier das Wetter ist in Italien. Ja. Oder auch nicht. Ne? So, 3 nautische Meilen haben wir noch. Ein wenig mehr Gas und ein Knoten sind wir. Da ist die Runway. Runway inside, sehr schön. Ich sehe mal überhaupt nicht. Okay, ich gehe wieder bei und deaktiviere den Autopiloten. Und will das wieder selbst verkacken. Der Glide-Slope ist jetzt etwas über mir. Rechts. Aber das ist okay, damit kann ich leben. So. Da, hier schön hin und her gerudert. Vielleicht so ist deutlich über mir, aber es ist mir egal. Ich will ja aufsitzen, wo ich aufsitzen will. So. Ja, zu weit links. Okay. Wir gehen in Umkehrschub. Sondern jetzt natürlich im Ground. Ja, tolle Landung, ich weiß. Nee, war es nicht. Okay. Dann können wir jetzt hier gleich links runter, denke ich mal. Gibt zwar keine Fliegeanweisung da, aber da gehen wir mal runter. Oh, bisschen schnell noch, ne? Abstellpunkt. So, vorsichtig bremsen, dann stehen wir hier. Gut, Handbremse wird gezogen. Und ich mache einfach mal die Triebwerke aus. So,
es ruckelt, das heißt, FSC Economy kämpft gerade. Und den mache ich auch noch aus. So macht man zwar bestimmt nicht die Maschine aus, aber das ist jetzt leider erstmal so. Gut, das war's für diese Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.